Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei The Bus Driver. Heute geht's weiter bei der Stufe 5 mit den letzten drei Linien. Und wir starten gleich mal mit der Linie 77 Ski Resorts. Der Ostteil der Stadt liegt in den Bergen, in der Nähe der Skigebiete. Linie 77 verkehrt zwischen den Haltestellen Fowell und Airport. Busfahren auf eisglatter Straße befördert. Fuck you. Ja und somit herzlich willkommen zurück bei The Bus Driver. Heute geht's weiter mit den nächsten drei Linien von Stufe 5. Und wir starten gleich mal mit der Linie 77 Ski Resorts. Der Ostteil der Stadt liegt in den Bergen, in der Nähe der Skigebiete. Linie 77 verkehrt zwischen den Haltestellen Fowell und Airport. Busfahren auf eisglatter Straße erfordert viel Erfahrung, besonders auf engen Gebirgsstraßen. Ja, wir sind da sehr erfahren damit. Okay, volle Pulle das ganze Paket. Wow, really? Okay, fängt schon mal gut an. Ich lasse das jetzt dabei. Ich wollte eigentlich sagen, wir sind ja sehr erfahren damit, den Bus ins Schleudern zu bekommen. Kann ich das sehr gut. Driften like a Bus. Aber jetzt noch bei Schnee und Schneefall. Ist nochmal wahrscheinlich etwas anderes und schlechter sich das aussieht. Da muss man wohl ganz vorsichtig sein. Erste Kurve schon mal geschafft. Gut. Vier Haltestellen, 0,8 Meilen bis zur ersten Haltestelle. Und da fahren wir wieder Richtung Vista Glacier Hotel. Boah. Das war auch wieder knapp. Fast die Wand mitgenommen. Aber nur fast. Komm schon, gib etwas Gas. Was für ein Wetter. Und der Bus kommt einfach nicht in die Gänge. Kann ja noch lustig werden. Vor allem, wenn die Straßen noch enger werden. Uns dann auch noch Kurven reich ist. So, das wird dann wohl die erste Haltestelle hier am Vista Glacier Hotel. Zwar schlecht parkiert, aber gut. Reicht ja trotzdem. So, 10 Sekunden Verspätung. Bei diesem Wetter muss man wohl mit Verspätung rechnen müssen. Wenn du doch einfach die Kurve nehmen würdest. Diese Steuerung. Ich wollte schon sagen, dass der jetzt gleich ins Driften kommt.
Das hier ist eine Einbahnstraße. Das scheint irgendwie fast so. Aber es gibt ja noch eine Anbindung an die Autobahn zur anderen Seite. Irgendwie schräg. No! Liebe Fahrgäste, wir entschuldigen uns für dieses Fehlverhalten des Busfahrers. Wir bitten Sie, die Kotztüten bereitzuhalten und allenfalls zu benutzen. Vielen Dank, dass Sie mit uns reisen. Oh Mann. Sachte um die Kurve, sachte, 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 nimm die Kurve, nimm sie gut. Was ist das bitte für eine Strecke? Bei diesen Verhältnissen dürft ihr auch nichts anderes erwarten, als dass es schlecht rauskommt. Schön. Ah. Ganz ruhig. Ganz ruhig, wir schaffen das. Sind ja bis jetzt bloß minus 87 Punkte. So, Leighton. Coffee Neon Diner. Sieht nämlich ganz heiß aus hier. Gut, dass alle aussteigen, die mich hassen. Können wir gleich die nächsten Fahrgäste verirren, die uns noch nicht kennen. So, man muss halt auch nicht bei diesen Verhältnissen mit dem ÖV reisen. Sollte man halt einfach nicht machen. Lieber das eigene Auto nehmen. Und dann bist du selber schuld, wenn du einen Unfall baust. Jetzt kommt noch eine richtige Steigung. Hoffentlich packt das der Bus. Sonst wird's nervig. Komm schon. Ich fahre 20 Meilen pro Stunde. Jetzt geht's wieder etwas schneller weiter. Sachte um die Kurve. Sachte. Nicht zu stark einlenken. Gut. Die nächsten zwei Kurven sehen auch noch recht schlimm aus. 90 Grad Kurven. Ging noch ganz klar. So. Die dritte Haltestelle, bremsen bitte. Ich sag da nichts mehr dazu. Stratford. Wer will hier bitte einsteigen? Es ist am Arsch der Welt. Naja. Zum Glück gibt's ja mich, der hier diese Route fährt. Oh, jetzt geht's ab. 65 Meilen. Nein! Oh, nice one! Gut gerettet. Schöner Drift mit dem Bus hingelegt.
kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ich muss auf die Bahn. Danke sehr. Wir sind wieder so frech und überholen alle. Da wir sonst wieder ein Zeitmanagement-Problem haben. Da die Leute hier ja alle Schnarchnasen sind. Und nur so vor sich hinschleichen. Obwohl das hier ein Highway ist. Oder eine Interstate. Haltestelle. Bitte alle aussteigen. Beförderte Fahrgäste 43, Bonuspünktlichkeit 100%, Bonusfahren 17 und Strafefahren 10. 10 Strafe. Alles gut. Linie 67 Industriegebiet. Linie 67 verbindet das Industriegebiet und den Hafen. Es gibt schönere Arbeitsplätze. Hier gibt es überall nur Schlotte und Dunst, Rohre und Drähte. Seien Sie nett zu den müden Arbeitern. Sie verdienen es, sicher nach Hause zu kommen. Ja, mal schauen. Sieht wirklich sehr industriemäßig aus. Hießen. Neun Haltestellen haben wir. Okay, 8 Haltestellen haben wir vor uns. Sollten wahrscheinlich alle recht nah beieinander sein. Da die Strecke ja nicht allzu lange ist. Aber trotzdem kann ich hier recht viel Mist bauen. Winchmore Hill. Weiter geht's. Wir sind pünktlich in der Zeit. Sieht bisher alles gut aus. Halt, Construction Zone, würde ich fast sagen. Habt ihr nicht gesehen? Riddlestone. Weiter geht's. Nächster Halt, Grove Park. Sollten wir, glaube ich, schon kennen. Wenn ich mir da sicher bin. Okay, wahrscheinlich. Doch, kennen wir. Doch. Da haben wir, glaube ich, schon öfters gestartet. Jetzt nicht drauf geachtet. So. Nächster Halt, Whetstone.
nur die Spur wechseln. Hier sind wir recht pünktlich. Nächster Halt ist, mal schauen. Stockwell. Gut, dann kommt gleich Green Dragon Lane. Brentford und Hounslow. Ah, das waren die zwei Haltestellen, die so nah aneinander sind, genau. Was absolut keinen Sinn für mich ergibt. Die paar hundert Meter dazwischen. Auch hier sind wir recht pünktlich. Sollte eigentlich nichts mehr dazwischen kommen, was unsere Pünktlichkeit in Frage stellen würde. So. Wow. Irgendwie 15 Leute wollen hier noch einsteigen. No, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, dass wir zu früh abgefahren sind. Ja, ich wollte sagen, 15 Leute wollen noch vor der Endhaltestelle einsteigen. Respekt. Da lief doch bis jetzt alles wie am Schnürchen. Abgesehen von der ersten Vollbremsung und der nicht fahrplanmäßigen Abfahrt. Hounslow, bitte alle aufsteigen. Beförderte Fahrgäste 66, Bonuspünktlichkeit 93%, Bonusfahren 21 und Strafen 2. Sieht doch gut aus. So, und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter mit Linie 89, Halt um Halt. Das Unternehmen SCS Transport schickt Doppeldeckerbusse für Touristen durch das Zentrum der Old Town. So auch Linie 89. Ein Doppeldeckerbus ist höher als ein normaler Bus. Die Sicht ist manchmal eingeschränkt, fahren Sie vorausschauend. Werden wir machen. Vielen Dank für den Tipp. Und auf geht's. Zehn Haltestellen haben wir vor uns, wie es aussieht.
Und das war jetzt im Westminster. Nice. Schon wieder eine Strafe bekommen, für was auch immer. Aber gut. Zum Glück ist die Ampel gerade grün geworden. Dann können wir gleich mit Vollgas durchpreschen. Könnte knapp werden. Okay, hat gereicht. Beckton. Oh shit. Jetzt habe ich nicht geschaut, dass ich noch hätte warten müssen. Mit der Abfahrt. Naja, kann passieren. Okay, jetzt müssen wir halt noch kurz warten. 5, 4, 3, 2, 1, go. Man könnte fast meinen, gegen Ende des Spiels wollen sie es uns noch etwas leichter machen. Was die Pünktlichkeit angeht, also das Zeitmanagement. Vielleicht sind auch einfach die Bedingungen anders. Oder die Strecke einfach. Ardlade Field. Und passt ja perfekt. Nächster Halt ist Stratford. Diese Linie scheint wohl recht populär zu sein, weil an den Haltestellen recht viele Leute einsteigen. Ist ja schließlich auch die Touristenstrecke. Custom House. Sieht eher etwas aus wie der schiefe Turm von Pisa. Mal kurz schauen, ob nicht doch irgendwie ein Fahrzeug vor uns steht. Wenn man ja nichts sieht. Niemand gesehen. Mhm.
ganz gut aus. Was die Pünktlichkeit und auch die Fehlerquote angeht. Nächster Halt, Art Museum West. So, dann haben wir gleich die Endhaltestelle erreicht, die wäre Catford. Oh shit, da habe ich jetzt fast die rote Ampel gesehen. Zum Glück wurde sie gerade noch grün. Sonst hätte sie wieder Strafpunkte gegeben. So. Come on. Beförderte Fahrgäste 81. Bonuspünktlichkeit 0. Wieso? Wie, hä? Okay, check ich jetzt nicht. Aber lassen wir mal so stehen. Bonusfahren 39 und Bonusstrafefahren 3. Gut. Wieso auch immer Bonuspünktlichkeit 0% ist. Zumindest nicht in dieser einen Haltestelle, weil ich zu früh abgefahren bin. Oder etwa doch? Naja. Lassen wir das so stehen. Gut, damit würde ich sagen, das war's mit der Stufe 5. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Bus Driver. Tschüss!